Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play World of Tanks mit The Blaze, aka Experiment X oder The Blaze. Wurde letztens auch nochmal gefragt, wie ich das denn gerne ausgesprochen haben will. Und wenn ich ehrlich bin, mir ist es eigentlich egal. Ob es jetzt Blaze eigentlich. Eigentlich sollte es ja, es sollte Blaze heißen. Nur. Gab es oder gibt es The Blaze schon so auf YouTube? Und ich meine auch TH3 Blaze. Und deswegen habe ich gedacht, weil YouTube da ja nicht so genau ist mit den Anzeigen der Namen, habe ich einfach kurz ein großes I genommen und das sieht halt aus wie ein L, ein kleines. Nur inzwischen nenne ich mich eigentlich auch überall Blaze, weil ich, ja, ich würde sagen, es ist halt so mein Name und ich heiße ja in Games eigentlich sowieso immer Experiment X und normalerweise lasse ich mich auch anreden mit Bamme oder so, in Spielen halt. Und ansonsten Blaze ist mir eigentlich alles, ob wir jetzt Blaze sagen, Blaze ist eigentlich alles. Passt. Ja, das ist ein Replay von dem Bleifresser 123. Ich mache gerade, falls ihr euch fragt, weswegen ich ein bisschen mehr Replays nehme, weil ich letztens mal gehört habe von wegen, wird langweilig, du nimmst immer die gleichen Panzer. Und ja, bei 600 Videos ist das halt doch schon etwas, ist die Auswahl begrenzt. Und deswegen nehme ich in letzter Zeit mal irgendwie Replays von Panzern, die ich halt selten bis gar nicht zeige, weil ich die selber nicht habe. Und da gehört der T29 halt dazu. Außerdem ist das halt ein echt gutes Gefecht. Sorry, zwischendurch. Ich muss jetzt schon zweimal die Aufnahme pausieren. Krankenwagen und dann jetzt ein Sportwagen. Es nervt einfach, immer wenn ich aufnehme. Zum Kotzen. Naja, ja, deswegen nehme ich halt zurzeit ein paar Replays. Und ja. Dann will ich noch gar nicht so, aber ich will noch mal kurz auf das von gestern, auf das Video, das hatte doch eine teilweise heftige Diskussion hervorgerufen, was ich aber cool finde. Und da bin ich auf jeden Fall ganz offen, jeder hat seine Meinung. Ich für meine Meinung halt würde sagen, dass die AT halt an sich, finde ich, nicht genervt werden sollte, weil sie jetzt schon nichts trifft. Ich habe das gestern noch mal echt gemerkt bei der T92, weil ich habe ja eine ungefähre Trefferrate von maximal bis zu 40%, also ich habe erst 20 Gefecht, aber zurzeit habe ich so 36 34, und es ist also bei der T92, okay, die macht dann auf Splash nur andere ADs, weiß ich jetzt nicht so wie das bei denen ist mit dem Treffen. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob das so gut ist. Außerdem, denkt doch mal daran, dass an die Situation, wo ihr als normale Player AT-Unterstützung braucht. Und wenn die AT dann gut spielt, dann habt ihr den Vorteil. Das Problem ist eher, dass es zu viele Leute gibt, die gut AT spielen und zu viele Leute, die schlecht. Sprich, es spielen die Schlechten gegen die Guten. Und dann hat das Team mit den Schlechten logischerweise einen Nachteil. Was halt nicht so cool ist. Und, ja, ich würde aber vorschlagen, weil es kam, ich habe mal alle Kommentare eigentlich durchgelesen, so viel waren es jetzt nicht. Und wo ich euch zustimme, ist, die Artis sollten mehr Begrenzung bekommen, sprich maximal 3 Artis. Ich finde 5 ehrlich gesagt auch zu viel. In Tier 10 sind 5 Artis, wäre für dich okay, als okay finden, wenn es aber keine 5 Top-Tier sind. Also es sind schon, also 5 ist schon echt, finde ich selber, ziemlich arg. Also natürlich als AD-Spieler immer anders, also man hat eine andere Sicht darauf. Aber ich meine, ich fahre ja AD nicht hauptsächlich, ich fahre AD ja erst, was heißt erst? Ich fahre das ja eher so nebenbei. Deswegen würde ich mal glatt behaupten, dass ich da doch recht, ja, gut, keine Ahnung,
was darüber sagen kann, sag mal so. Oder meine Meinung ist halt, könnte vielleicht unter Umständen nicht. Oder ich will sie nicht parteiisch ausdenken. So. Hier noch ein Replay von Daddy ist ja eigentlich, egal, Daddy, sage ich jetzt mal einfach, auch ein episches Gefecht mit dem M103 auf Polargebiet. Ja, um zum Thema zurückzukehren, Arty, wie gesagt, der Nerf, mal gucken, was bei rumkommt. Und ich glaube, es wird nicht unbedingt besser, weil die Arty bleibt trotzdem nicht schwach und es gibt immer noch Spieler, die damit dann nicht ganz so umgehen können. Und es kann echt schwierig werden, könnte ich mir vorstellen. Und ja. Soweit so gut. Außerdem gibt es dann ja Tier 10. Das, außerdem sind die XP-Zahlen, die sagen jetzt selber nochmal was aus. Das ist ja enorm viel XP, was da benötigt wird. Ja, andererseits, ich finde es jetzt ein bisschen blöd, oder mal gucken, wie es wird, weil ich selber Arty gerade fahre, aktiv. Außerdem finde ich bei Arty ganz gut, ich reg mich persönlich nicht so oft bei der Arty, nur wenn ich halt mein Gefecht echt gar nichts treffe, nur das ist eher selten. Weil, keine Ahnung, Arty, da braucht man nicht unbedingt ein gutes Team. Und, ja. Außerdem noch was kurz zu Artis, was halt das größte Problem ist, glaube ich, bei vielen Arty-Spielern ist, dass die nicht die Priorität setzen können auf Gegner. Sprich, es ist jetzt wichtiger, wenn man da zum Beispiel auf A1, auf Elaluf A1 hilft, anstatt da unten versucht, die Mediums irgendwie ansatzweise zu treffen. Und das dann halt überhaupt nicht klappt. In der Zeit das eigene Team dann auf A1 verliert, ist halt das Problem. Können halt manche Artis nicht. Hatte ich letztens wieder einen. Aber mal sehen, was da alles kommt oder wie das letztendlich umgesetzt wird. Interessiert mich auf jeden Fall ziemlich, weil ich halt selber Arty fahre, logischerweise. Und ja. Dann noch was anderes. Ich nehme das jetzt, also das ist mit Dienstag und es kommt auch am Dienstag. Logisch. Und Mittwoch ist ja so gesagt, da habe ich nicht lange, da ist ja sogar auch schon der erste Teilzeit freie Tag, so gesagt, weil ja Donnerstag ein Feiertag ist. Und ich glaube, viele von euch haben Freitag auch frei, habe ich nicht. Leider. Ja. Auf jeden Fall habe ich überlegt, am Mittwoch, also am Donnerstag wird es auf jeden Fall ab 18 Uhr Stream geben, ganz normal, wie am Wochenende halt. Das gilt so gesagt auch für Feiertage, wo ich halt Zeit habe. Und ich habe mir überlegt, habe ich gerade Mittwoch gesagt? Ich meine, am Donnerstag wird es ab 18 Uhr gehen. Und am Mittwoch hatte ich mir vielleicht überlegt, sogar schon früher anzufangen. So gegen 3. Und dann bis 18 Uhr und dann halt nochmal eine Pause. So bis 8 und dann von 8 nochmal bis 23 Uhr oder länger, mal gucken. Die mir so überlegt. Das wäre halt eine Idee. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Hier ist ein VK noch. Ja. Das soweit. Dann, was ich, ja genau. Ich zock gerade ziemlich viel Arty in den Streams, weil ich da halt gerade so ein bisschen mich einspielen will. Außerdem ist es mal einer der letzten Panzer, die ich auch aktiv gerne spiele. Es ist wie so, also zum Beispiel M48, den fahre ich, seitdem ich den erforscht habe, nicht wirklich so aktiv. Nur wenn ich mit Marv spiele, der den auch spielt, so wie auch leveln musste. Und ja, das ist halt mal so einer der letzten Panzer, die ich halt doch irgendwie gerne spiele. Ich weiß nicht. Ich finde halt bei der Arty ist halt gut, man braucht nicht unbedingt ein Platoon, man kann da auch selber so viel reißen, dass es ja halt reicht. Das hätte ich nicht gemacht. Aber naja. Und
Und ja, als nächstes, falls sich jemand fragt, es könnte mich aber ein bisschen im Streamer fragen, was ich vorhabe, wie weit ich da bin, bla bla bla. Als nächstes hier habe ich mir eigentlich den 9er TD der Franzen gesetzt. Den will ich unbedingt, ich will den 8er unbedingt weg haben. Wohl inzwischen geht es halbwegs. Also es sind jetzt schon etwas bessere Gefechte als früher dabei. Andererseits bekommt er immer noch so affig wenig XP. Ich hatte mal gestern ein Gefecht. Da habe ich, glaube ich, 3000 Damage mit dem AC gemacht. Und mit dem Prototyp, glaube ich, 1700. Und ich hatte halt auf beiden... Sorry, TS. Auf jeden Fall hatte ich an beiden... also auf beiden Statistiken, also auf den Kampfberichten halt eigentlich nichts groß gespottet. Spot Damage hatte ich, glaube ich, auf beiden gar nicht. Und also es war gar nichts, war gar nicht so ein großer Unterschied. Und letztendlich habe ich aber, ich glaube, vier, also mit dem Prodigy habe ich, glaube ich, verdoppelt 2400 gemacht, auch mit dem AC3, 2000 Grad. Und das AC-Gefecht war echt schon, also, das hat mir gefallen, das hat Spaß gemacht, das war gut. Aber der bekommt schon echt wenig XP, vergleichsweise zu, ja, anderen Panzern. Und, ja, finde ich halt ein bisschen blöd, ist ein bisschen umständlicher, muss ich aber durch. Der brauche ich aber auch nicht mehr viel, ich glaube, um die 50.000. Ein Prototyp brauche ich etwas weniger, um die 30.000. Und der T30, ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, gerade weil ich habe da schon alles erforscht. Außer die Ketten, aber die Ketten brauchen wir nicht für die Kanone, meine ich. Und ja, das freue ich mich auf jeden Fall drauf, auf den... auf den T30. Aber das dauert halt noch, gerade weil mir fehlt auch wieder Credits und ich schreibe bald Prüfungen, da brauche ich dann auch wieder, oder da kann ich nicht mehr so viel zocken. Und ja, gerade Premium fahren, also ich weiß nicht, wie ich das schaffe, weil letztes Wochenende die Leute, die im Stream waren, wissen, was ich meine. Lief also überhaupt nicht. Und auch wenn ich verliere, wenn meine Leistung, das ist nochmal so, also, wenn meine Leistung gut ist, sie muss gar nicht übelst gut sein. Wenn meine Leistung gut ist, dann bin ich zufrieden. Aber wenn ich dafür nicht genügend Credits und so bekomme, dann, nee. Dann finde ich das schon etwas blöde. Und ja, deswegen muss ich mal gucken. Ich glaub nicht, dass ich den T30 oder den 9er TD so schnell hab, weil die Credits halt auch mal eben ziemlich viel sind. Und da ich zurzeit T92 fahre, kommt da auch nicht viel rein. Ansonsten natürlich T57 als Ziel, nur das ist weite Ferne. Naja, soweit so gut. Mega geiles Gefecht, beide eigentlich. Beide Links in der Beschreibung. Könnt ihr euch die Ergebnisse angucken. Ein Sieg, ein Lose. Ja, ausgeglichener geht's nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, tüdelö.